Zwei haben wir aber noch, die was dagegen haben. Zum Beispiel der Lukas Cordalis, Schokomel Griechenland. Und weiter geht's. Lukas, ich sehe ein Strahlen in deinem Gesicht. Wie glücklich bist du schon da über die bisherige erste Fahrt? Meine erste Fahrt war super gut und jetzt freue ich mich auch für Jolina, dass sie so runtergehauen hat und eine Medaille gewinnt. Das ist Wahnsinn. Jetzt. Hast du noch mal Gewicht darauf gepackt bei dir? Ja, ich habe noch ein bisschen was reingepackt, damit es so sich schön ausgleicht, man schön drin liegt. So läuft es eigentlich ganz gut, glaube ich. Okay, du willst es wissen. Dann viel Erfolg. Ja, jetzt geht's los. Wir arbeiten also weiterhin an der Besetzung unseres Podiums. Ja, wir gucken mal auf die Zeiten nach dem ersten Lauf von Lukas Cordalis. Nach hinten genug Luft, nach vorn genug Luft. Also er ist da so auf der potenziellen Silbermedaille ziemlich gut festgelegt. Aber wir haben gesehen, was schon alles passiert ist, wie hier auch schnell mal 5 Sekunden weg sein können. Zieht sich ab, geht da kein großes Risiko und begibt sich jetzt auf die Piste, auf die Fahrt zu einer Medaille. Was war das für ein Schlag dort gerade? Das kam mir ein bisschen zu früh. Denn durch so etwas, da verliert man extrem Geschwindigkeit. Auch jetzt muss er viel machen. Aber hat natürlich ein dickes Polster nach dem ersten Durchgang. Wir sehen es ja hier, diese 6,45 Sekunden. Wobei Jolina Mennen extrem stark gefahren ist. Die Geschwindigkeit aufbauen konnte, die auch unten raus richtig schnell war. Also mal gucken, wer wird vorn sein, bevor dann der irre Ire, bevor Joey Kelly auf die Piste geht. Im Augenblick spricht alles für Griechenland. Im Augenblick spricht also alles für Lukas Cordalis. Wir beobachten weiter in die Zeiten. Wir hören hier also dieses Geräusch des Vox, der immer weiter in Richtung Ziellichtschranke kommt. Nochmal ein paar kleine Probleme, nochmal an der Ecke dran gewesen. Aber 6 Sekunden kannst du nicht verlieren. Selbst hier mit dieser Umdrehung im Rückwärtsgang in Richtung mindestens Silber, das ist die Frage. Und ich glaube, da setzen wir gleich ein Ausrufezeichen dahinter. 77,59 Kilometer pro Stunde. Vorhin war es eine 1,07, jetzt nur 1,08. Also nur knapp langsamer als im ersten Lauf. Insofern, im Augenblick in Führung, Lukas Cordalis, Jolina Mennen auf 2. Aber einer kommt ja noch. Beide haben die Medaillen sicher. Und jetzt gucken wir, ja, und es steht auch schon fest, dass kein Deutscher auf dem Treppchen sein wird. Der Beste aus der Gastgebernation im Augenblick, Manni Ludolf mit dem 6. Rang, Fabian Habenbüchen, ist 7. Einer ist nach oben und der will seinen nächsten Wok-Weltmeistertitel holen. Und das ist nämlich Joey Kelly. Die Platzierungen dahinter sind ziemlich fix. Wobei, wenn es der Joey Kelly übertreibt, und auch das haben wir schon gesehen, ja, dann haben wir doch auch hier sensationelles Gold. Alles Spekulationen momentan hier aus der Kommentatorenkabine. Wir werden gleich sehen, was passiert. Lukas, unser griechischer Gott. Kleines bisschen langsamer als im ersten Durchlauf, aber Platz 1, mein Lieber. Ich bin total happy. Jolina, hast du abgelöst. Herzlichen Glückwunsch. Darfst gerne auf dein Treppchen sitzen, aber es kommt noch der irre Irische. Ne? Ich glaube, der wird nicht zu stoppen sein, wenn man ehrlich ist. Hat das auch verdient, weil der ist ein Urgestein so lange dabei und ich drücke ihm jetzt richtig die Daumen. Ich drücke ihm auch den Daumen, aber ich drücke dir auch die Daumen, dass du auf dem Treppchen bleibst. Also, einmal dahin. Oh Gott. Jetzt kommt der Irre. Drücken wir einfach mal allen die Daumen, alle, die hier mitgemacht haben, auf jeden Fall. Ron hat schon gesagt, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob Joey Kelly das so jetzt einfach runterfahren wird. Denn wenn er wirklich überpaced und an die Wand rankommt und stürzt, na gut, er kann vielleicht durchlaufen mit dem Gerät und ist immer noch schneller. Aber ja, wir sind tatsächlich gespannt. Schafft Joey Kelly es, hier Wok-Weltmeister zu werden? Ja, Joey, das fragen sich alle. Du hast 11 Einzelmedaillen geholt und kannst jetzt mit dem Hackelschorsch gleichziehen, wenn du eine Medaille holst. Weißt du das? Geht dir das durch den Kopf? Ich versuche erstmal eine gute Fahrt zu machen. Die Bahn ist sehr, sehr schnell geworden. Angreifen oder absichern? Gut fahren. Toi, toi, toi. Er ist also wieder zur alten Einsilbigkeit zurückgekehrt, unser Joey Kelly. Wie aus den ersten Jahren, wo man ihm kaum ein Wort ins Mikrofon entlocken konnte. So, auf geht's. Wird das die große Triumphfahrt des Iren oder geht er durch seine Schnelligkeit hier ein Risiko ein? Das war schon mal der erste Einschlag für ihn dort gerade an der Seite. Aber er hat ja diese Edelstahlabweiser. Das ist natürlich ja, auch noch hilfreich, wenn man so ein bisschen an der Wand, also an der Bande dran ist. 6 Sekunden.
wie in Eis gemeißelt stehen die dort, und zwar auf der richtigen Seite der Uhr mit dem Minuszeichen davor. Schön auch mal nur die Fahrgeräusche zu hören. Kelly geht auf die Überholspur. Kelly fängt schon an, weiter die Führung auszubauen. Klasse Fahrlage dort im Kreisel gerade gehabt. Wirklich kaum eine Abweichung von der Ideallinie. Jetzt noch mal hinten raus gucken. Und wenn er aus der 9 gut rauskommt, dann muss es reichen. Die Hand war kurz weg vom Griff, aber er hat die Fahrlage wieder. Joey Kelly, die lebende Legende des Foxsports, holt sich eine weitere Goldmedaille. Die Triumphfahrt geht bis in den Zielkreisel. Da haben wir den Weltmeister. Was für ein Podium. Wir haben Irland, Griechenland und die Türkei auf dem Podium. Und das hatten wir so auch noch nicht. 89 Kilometer pro Stunde im Einer-Wok. Das hätten wir nie gedacht, dass so etwas mal möglich ist. Und dann natürlich diese super Zeit hier von ihm. Also der kennt eigentlich nur eins, Attacke. Der hat nochmal beide Füße aufs Gaspedal gehauen und holt sich verdient den nächsten Wok-Weltmeistertitel. Musste eine kleine Pause mitmachen, wie wir alle, die 7 Jahre. Und dann war er wieder da, wie einst in seiner Bestform. Wir gratulieren dem Wok-Weltmeister im Einer. Wir gratulieren dem einmaligen Joey Kelly. So, ich warte natürlich auf Joey Kelly, der war so unfassbar schnell, dass er sich erstmal auspendeln muss. Wo ist er? Wo ist mein Joey Kelly? Der Gewinner im Einser-Wok hier. Ich hör's, wie er angerutscht kommt. Ich sag's euch. Guck mal. Ich sag euch, der rutscht uns in 20 Jahren noch mit der Bettpfanne davon. Da bin ich mir 1000%ig sicher. Von 7 Jahren Pause hat man hier nichts gesehen. Ganze 12 Sekunden schneller als Lukas Cordalis. Lukas, gibt's doch gar nicht, oder? Aber Platz 2, Joey. Wo ist er? Ja. Okay, wir waren. Ja, das kann sich nur um 1 Stunde handeln. Tja, Joey Kelly kann offensichtlich alles außer dem Ziel ankommen. Da warten wir noch auf ihn an der tiefsten Stelle. Ja. Jetzt kommt er angerutscht. Jetzt. Jetzt haben wir ihn. Joey. Ja, also, wie Joey. Sagt man auch immer so schön, der Wok, der hat keine Bremse, ne? Und das Joey, hat man bei der ihm Wok, gesehen. Der Wok, der hat keine Bremse. Joey, hättest du das Ding heute hier nicht nach Hause gebracht, hättest du dich erstmal mit einem Marathon bestraft, oder? Hörst nicht? Komm her. Ja, so gehe ich nach Hause nach einem langen Abend. Komm her. So, ja, mit Joey, herzlichen Glückwunsch, du bist Erster. Ich freue mich sehr. Komm, einmal feiern. Komm. Irland auf Platz 1, Griechenland auf Platz 2, die Türkei belegt den 3. Platz. Du bist unglaublich gefahren. Eine Gesamtzeit von 2 Minuten und 3 Sekunden 51. Ich meine, was zur Hölle. Von 7 Jahren Pause haben wir hier heute nichts gesehen. Es läuft. Läuft gut. Es läuft. Und vielleicht es nächstes läuft. Jahr soll der Hackel wieder kommen. km/h, glaube ich, hatten wir auf der Uhr fast 90 km/h. Cool. Ich freue mich sehr. Ich bedanke mich bei das ganze Team, dass ich halt dabei sein dürfte. Ich bedanke mich bei meinen Söhnen, Kelly-Team, dass sie mitgekommen sind. Bei allen. Und vielen Dank nochmal, dass ich das wieder erleben darf. Ja, aber der Vierer kommt ja noch, ne? Vierer kommt noch, da kämpfen wir, geben nicht auf. Sieht nicht so super aus, aber wir werden alles geben. Ich freue mich. Ich gehe wieder hoch zu Elton.